Wir haben uns mit dem Nachbarn ausgetauscht über die Fenster, haben die Lichtsignale von den Nachbarn gesehen und wussten, die sitzen noch auf dem Dach, sie sind noch nicht weggespült. Haben uns große Sorgen um den Nachbarn gegenüber gemacht, der vorher noch am Balkon gesehen wurde und danach gar nicht mehr, kein Lichtzeichen, keine Dachluke aufgegangen. Und den haben wir zum Glück am nächsten Vormittag dann wieder gesehen. Also, ist eigentlich unbeschreiblich. Wie heißt dein Hund? Das ist die Molly. Die Molly. Die ist die ganze Zeit mit dabei, beziehungsweise liegt schon mal oben unter dem Dachboden, wo wir nachts schlafen. Und dann, ich glaube, es war der zweite Tag, da gab es zweimal Alarm und beim ersten Alarm war sie oben. Wir hatten die Treppe hochgeklappt, weil hier rumgelaufen wurde, damit sie oben ruhig und geschützt ist. Und ja, so schnell kam man halt nicht dran und auf einmal brüllten alle raus, raus, raus und ja, alles zerrte und guckte, dass alle rauskommen aus dem Haus. Und auf der Straße hieß es dann weiter, weiter, wir müssen den Berg hoch. Keiner wusste richtig warum, alles musste raus. Aus dem Dorf und hinten die Straße hoch und einmal wurde klar, durchgezählt, alle Familienmitglieder sind da. Was ist denn das Schwarze, was da aus dem Wasser ragt? Das ist ein Auto, was bei sinkendem Wasserstand jetzt langsam sichtbar wird und sie können es noch nicht rausholen, das muss von der anderen Seite geborgen werden und müssen halt noch abwarten. Hoffen, dass da nicht es noch jemand drin ist. Immer noch Autos in der A. Überall. Also wir hatten auch nicht damit gerechnet. Man sah gar nichts davon. Und so langsam, also seit zwei Tagen sieht man es, aber sie konnten es noch nicht bergen. Und erst dann wird man wissen können, ob man das ein nicht parkendes sehen. Auto war ja. Oder hoffen wir mal das Beste. Darf ich dich fragen, wie war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wenn du darüber sprechen magst? Also als wir gemerkt haben, es hört auf zu regnen und gesehen haben, der Wasserstand hat jetzt hoffentlich das höchste Niveau erreicht, dann wurde es schon innerlich ein bisschen beruhigender, weil wir wussten, die lebensbedrohliche Situation ist für uns jetzt erstmal im Moment offensichtlich gestoppt. Und wir haben uns mit dem Nachbarn ausgetauscht über die Fenster, haben die Lichtsignale von den Nachbarn gesehen und wussten, die sitzen noch auf dem Dach, sie sind noch nicht weggespült. Haben uns große Sorgen um den Nachbarn gegenüber gemacht, der vorher noch am Balkon gesehen wurde und danach gar nicht mehr, kein Lichtzeichen, keine Dachluke aufgegangen. Und den haben wir zum Glück am nächsten Vormittag dann wieder gesehen. Also, ist eigentlich unbeschreiblich. War natürlich eine Erleichterung zu sehen, als der Wasserstand so die ersten Zentimeter nachgelassen hat. Dann war wieder so ein bisschen, okay, wir können zuversichtlich sein. Es wird jetzt wohl hoffentlich nicht nochmal ansteigen. Es geht jetzt besser. Es handelt sich jetzt noch um einen halben Tag, einen ganzen Tag. Und dann kommen wir auch hier wieder raus. Und dann geht es weiter mit, oder dann fängt es an mit den Aufräumarbeiten. Wie viele Menschen kennst du, die es nicht überlebt haben? Also hier aus Marienthal direkt drei persönlich, einen vom Wissen, wer es ist. Und nach drei oder vier Tagen ist hier Marienthal oben in dem Marienhof noch jemand gefunden worden, der von uns als Anwohner hier nicht vermisst wurde, weil wir schätzen, dass es ein Hilfsarbeiter vom Weingut war, aber wir wissen es auch nicht genau. Wir haben nur mitbekommen, dass da noch jemand gefunden wurde. Aber noch geht die Bergung weiter. Überall, ja. Und es werden ja noch viele Menschen vermisst. Ja, und ich habe gestern gehört, dass auch noch welche hier oben auf dem Weinberg, also auf den Weidenfeldern hier gesichtet wurden. Ich weiß nicht, ob wie und wann die geborgen werden oder ob sie schon geborgen wurden. Wir kriegen es ja durch die ganze Arbeit auch nicht ständig mit. Ist vielleicht auch besser so. Das sind dann Menschen, die vielleicht in die Weinberge hochgespült wurden oder dort gearbeitet haben? Ich schätze mal, die von der A aufwärts aus den Ortschaften abgetrieben sind, die es nicht geschafft haben. Aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Und was werden da gerade für Arbeiten im Hintergrund verrichtet? Da ist seit vorgestern Abend sind da Pumpen installiert, das war vorher auch nicht möglich. Da pumpt die Feuerwehr Wasser hier hoch, um Schlammmassen wegzuspülen, um Häuser zu entschlammen von oben nach unten. Hier sehe ich gerade, haben sie auch Schläuche liegen, also ich nehme an, dass es damit jetzt auch zusammenhängt. Die Pumpen laufen eigentlich den ganzen Tag, die LKWs fahren bis halb vier, 4 Uhr morgens, die Bagger und LKWs. Also heute
Heute Nacht haben sie da hinten überall gebaggert. Man hört sie die halbe Nacht. Und was war das für mein Zimmer von Ihrem Haus? Das ist jetzt nicht von uns, das war vom Nachbarn, vom angrenzenden Haus. Das war Esszimmer. Alles unbewohnbar. Das war auch noch, die waren zweieinhalb oder drei Tage drin und dann kam jemand von der Feuerwehr, da waren die Leute gerade draußen und sagte, wir haben jetzt Einschätzung, unbewohnbar, sie müssen raus und sie müssen draußen bleiben, sie dürfen dann erstmal nicht mehr rein, zwei Tage lang, um ihre Sachen raus, die nötigsten Sachen rauszuholen, die oben noch gerettet waren, weil es eben nicht mehr betreten werden durfte. Und der Statiker kam dann irgendwann nach ein paar Tagen und hat kontrolliert und sagt, hat dann freigegeben, dass sie rein dürfen, ihre Habseligkeiten rausholen und dann ist das gestern von dem Hilfstrupp dann eben alles rausgeschmissen worden, den Keller ausgeschippt und ja, jetzt muss der Besitzer schauen, was er mit den Bausubstanzen hier macht. Der hat hier in Dernau auch noch einige, das war übrigens der Schwiegervater von der Sandra. Der Besitzer oder derjenige, der hier so. Besitzer bzw. Verwalter ist für eine alte Dame aus der Familie. Die haben insgesamt, ich glaube, 6 Häuser jetzt. Kann ich über dich nochmal liebe Grüße an die Sandra übermitteln? Ich habe sie heute nicht mehr gesehen. Ich habe sie auch noch gar nicht gesehen, außer im Video. Ja, ja, klar. Oder den Schwiegervater, liebe Grüße von uns. Ich war gestern Abend noch schriftlich in Kontakt mit der Schwiegermutter. Mhm. Und selbst dafür bleibt kaum Zeit. Ja, ja, man muss sich jetzt erstmal um das Nötigste kümmern. Aber wir schauen von Tag zu Tag, was geht und schauen weiter. Pläne gibt es noch nicht für länger als 1-2 Tage und dann. Es würde auch wenig Sinn machen, weil es ändert sich fast stündlich irgendwas. Vieles zum Guten, wie diese Pumpen, wie Plätze, die freigeräumt werden, die Schuttberge, die sofort oder zeitnah abtransportiert werden. Das sind wahnsinnige Hilfen, damit wir auch weiterkommen. Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Für Marienthal, für den Kreis Ahrweiler, für die betroffenen Hochwassergebiete, für die Menschen, für die Hinterbliebenen, für die Zukunft dieser Region. Hauptsächlich, dass sie es selig irgendwie verarbeiten können, um weitermachen zu können, um auch die Kraft zu behalten oder wieder zu erlangen, sich wieder annähernd etwas aufbauen zu können, wo sie sich auch irgendwann wieder wohlfühlen. Die Angst wird, wenn sie hier bleiben oder wieder hierher zurückkommen, die Angst wird wahrscheinlich immer bleiben. Und wir wissen auch noch nicht, was wir machen. Also große Fragezeichen und einfach noch kein Plan, noch keinen richtigen Plan. Kurzfristig gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, das haben wir erstmal gesagt, das wäre eine Option, aber es gibt wirklich von heute auf morgen, vielleicht noch bis übermorgen gedacht und alles andere entwickelt sich. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal viel Kraft, auch seelisch das zu verarbeiten, ja, und zu begreifen und zu überwinden. Ich denke, also bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, das kommt vielleicht irgendwann später, wenn man innerlich ein bisschen zur Ruhe kommt und nicht mehr diese ständige Geschäftigkeit und die ständige Aktion ist. Dann bist du jetzt praktisch noch im Schockzustand? Also, oder ohne es so ich kann es schlecht selber beurteilen. Also ich fühle mich nicht im Schockzustand, sondern eher der Motor läuft und es wird alles getan, was nötig ist. Und vielleicht, also ich schätze mal, es könnte passieren, dass so ein Zusammenbruch dann mal kommt, wenn ich zur Ruhe komme, aber ich weiß es nicht. Dann hoffentlich in einem Moment, wo die Lieben um dich sind. Bitte? Dann hoffentlich, wenn, ich wünsche dir natürlich keinen Zusammenbruch, ja, aber wenn dann, dass dann die lieben Menschen, die du um dich hast, dann auch in deiner Nähe sind. Ja, das um dich auch von aus. Unsere Kinder kommen jeden Tag aus Köln, die wohnen zwar nicht alle in Köln, aber die sind da jetzt bei einer Tochter untergekommen. Die kommen mit dem Hilfstrupp jeden Tag, den wir organisiert haben. Alles junge Leute, die schaffen Unglaubliches, nicht nur für uns, in der ganzen Nachbarschaft, in der ganzen Straße. Das ist so Wahnsinn, was
hier zusammengewachsen ist, innerhalb von Stunden und täglich auch noch weiter wächst. Also da sind wir alle sehr dankbar für. Ja, vielen Dank für das Gespräch und dass du ja dein Herz für uns geöffnet hast. Es ist bestimmt nicht einfach, jetzt über all das schon zu sprechen. Es ist, es kostet mich jetzt keine Überwindung in dem Sinne. Zum einen, weil ich dich jetzt auch kenne und dir vertraue, weil ich weiß, wie du arbeitest. Und zum anderen, wenn man es nach außen transportieren kann, offen und ehrlich, denke ich, ist alles ein Stück weit geholfen, als wenn einfach nur die Medien berichten sensationsmäßig, wie furchtbar das alles ist, aber es doch nicht rüberkommt, sondern nur irgendwelche Bilder gezeigt werden, die dem Ganzen gar nicht gerecht werden. Vieles kann man halt nicht in Bildern zeigen. Ja, das ist wie wenn man einen Gipfel besteigt und Fotos auf den Weg macht oder von oben nach unten. Diese Felsmassen, dieses wahnsinnige Bild, kann man in diesen Bildern gar nicht festhalten. Als wenn man so mittendrin ist und das ist nochmal ganz was anderes. Wobei viele Bilder schon schrecklich sind, aber an ganz vielen Stellen werden sie der Sache nicht mal gerecht. Wie heißt dein Hund? Das ist die Molly. Die Molly. Die ist die ganze Zeit mit dabei, beziehungsweise liegt schon mal oben unter dem Dachboden, wo wir nachts schlafen. Und dann, ich glaube, es war der zweite Tag, da gab es zweimal Alarm und beim ersten Alarm war sie oben. Wir hatten die Treppe hochgeklappt, weil hier rumgelaufen wurde, damit sie oben ruhig und geschützt ist. Und ja, so schnell kam man halt nicht dran und auf einmal brüllten alle raus, raus, raus und ja, alles zerrte und guckte, dass alle rauskommen aus dem Haus und auf der Straße hieß es dann weiter, weiter, wir müssen den Berg hoch. Keiner wusste richtig warum, alles musste raus aus dem Dorf und hinten die Straße hoch und einmal wurde klar, durchgezählt, alle Familienmitglieder sind da, dann gefragt, sind eure Helfer alle da, okay, alle Helfer sind da und dann, oh, Molly ist oben unterm Dach alleine und als es hieß, es kommt wahrscheinlich Wasser in solchen gewaltigen Massen, wo man noch nicht absehen konnte, was daraus wird, da kam dann das erste Mal so richtig dieses Panik und dieses, um Gottes Willen, wir verlieren jetzt doch noch ein Familienmitglied. Also für uns als Familie ist er ein Familienmitglied und für mich ganz besonders und nachdem klar war, alle Menschen sind, also unserer Familie sind halt unterwegs nach oben und werden in Sicherheit sein, war das für mich eine emotionale Katastrophe, nicht zu wissen, ob wir sie nochmal rauskriegen. Und mein Mann hat es dann zwischen den zwei Alarmen, hieß es Entwarnung, können wieder alle runter. Er ist mit runter gefahren, war deshalb als erstes schon mal mit hier unten und hat sie runtergeholt, hatte sie auf dem Arm und dann ging der Alarm wieder los. Und die sagten nur, die Kinder sahen nur von oben, der Papa hat die Molly auf dem Arm, die kommen wieder hoch und dann ging die ganze Schose wieder von vorne. Und da war so, okay, auch diesmal hat es gut gegangen. Molly, eine Überlebende der Jahrhundertflut, vielleicht sogar Jahrtausendflut. Eine alte Dame schon. Eine alte Dame? Ja. Und Molly, hast du es überstanden? Aber sieht auch ein bisschen gezeichnet aus. Kann das sein, dass Tiere das auch emotional mitnimmt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, durch ihr Alter ist es schon was ruhiger, aber man merkt schon, ist gestern gestreichelt und gut versorgt worden da hinten, dass ich was gegessen habe und zu meiner Stimme gehört hat, dann ist hat sie nicht mehr gelegen, sondern nur geschaut und will dann auch in der Nähe sein. Wir passen alle auf sie auf, versorgen sie gut, aber es ist natürlich nicht mehr so wie vorher. Und die A soll verseucht sein, da darf Molly jetzt nicht mehr stehen. Bitte? Die A soll verseucht sein, da darf Molly jetzt nicht mehr schwimmen.
Sie ist kein wasserfreudiger Hund, von daher, sie ist nie so freiwillig ins Wasser gegangen. Aber auch hier an dem Bachlauf, der runterkommt, darf sie halt nicht mehr trinken. Ich habe sie die ersten Tage durch den Schlamm bis hochgetragen, wo es dann normale Straße oder Wege waren, hat sie runtergesetzt und dann auch runter wieder, dass sie ein paar Meter oben im Normalen laufen kann. Jetzt, wo alles trocken ist, lasse ich sie ein bisschen früher runter, aber man trägt mit ihr, sie hat ja im Fell hängen, man kann sie nicht reinigen, außer mal gerade so ein bisschen durchkämmen. Also das trägt man sich ja dann auch mit hoch wieder ins Schlafäckchen und das versuchen wir halt auch weitestgehend zu vermeiden. Weil tierärztliche Notversorgung besteht zwar im Moment, aber es würde ja auch Kapazitäten wieder abziehen. Also Gassi gehen ist schwieriger geworden. Ja, auf jeden Fall, aber ich gehe halt immer raus und gucke, dass ich oben auf eine Höhe komme für ein paar Minuten. Aber sie will auch sofort wieder runter, dabei sein, in der Nähe sein. Ich habe hier überall Zettel gelesen, die aufgehangen wurden. Wer sein Tier vermisse, der könne im Tierheim nachfragen, aber man sollte darauf vorbereitet sein, dass das Tier vielleicht anders ausschaue oder gezeichnet sei oder verletzt sei. Also es sind auch viele Tiere unter den Opfern. Also ich habe jetzt keins gesehen, aber die Freundin gegenüber sagte, direkt am ersten Tag hätte eine Katze da vorne gelegen, direkt auf der Ecke. Ich habe sie nicht gesehen, ob noch eine vermisst wird, ob wir es wüssten. Aber ich schätze auch, die ist angespült worden. Oben, wo wir die ganz verschlammten Sachen, die man vielleicht nochmal richtig sauber machen kann, sprich Töpfe und Geschirr, was jetzt nicht kaputt ist, da dümpelt eine Ente seit Tagen rum. Und wenn bei allem, was jetzt so hier abgeht, viele sagen, ist auch nur eine Ente, aber uns berührt das dann schon und wir versuchen auch die abholen zu lassen, weil da oben sind auch Benzin und alles ausgelaufen und es ist schmierig und jedes Lebewesen muss halt unterstützt werden, so gut es geht. Dass man wenigstens von außen dann Unterstützung holt. Ja, rettet die Ente. Ja, alle Menschen und alle Tiere, finde ich schon. Ja. Mann. So süß.